Was? Das rote Gehör, das sieht komisch aus. Ich habe mich gerade wirklich gewundert, warum da... Ich dachte, ist das jetzt ein Glitch? Ja, das kommt davon, wenn man den Kampf... Wenn man die Kampfmusik nicht hört. Gascha! Ein Gascha-Kern, wie bei Zelda. Ja. Falls du die Gascha-Kerne kennst. Oh Gott, guck mal! Ja, und relax so. Das ist jetzt so die typische Doppelstelle, die ich nicht herausfordern sollte eigentlich. Und währenddessen guckst du deine Orden an. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Okay, ich kann da nicht... Die sind ja langweilig dargestellt, die Orden. Die sind einfach nur grau. Mhm. So, Pokeflöte benutzen. Beleber nicht benutzen. Ja, es ist nicht direkt schlimm, aber es gab einen Stream in der Vergangenheit, da fiel dieses Spiel doch relativ häufig. Also ja. Von daher... Relaxo ist aufgewacht. Nein. Ist er da? Ja, stimmt. Ich glaube, dass. Ich weiß gar nicht, ob das da so. Oh. Garados ist geschwächt. Ganz doll. Du hast Relaxo doch herausgefordert. Ja, ich weiß. Oh Gott, ich hab da keine. Wenn ich. Egal, was ich einsetze, das Viech ist weg. Oder? Wenn ich Glut einsetze. Das ist ein Relaxo, also. Ja, es müsste das eigentlich. So aus. Ah, ja. Da kannst du sogar jetzt nochmal angreifen, das ist ganz... Obwohl, wenn du es dann verbrennst, ist was anderes, also... Ja. Riskieren oder nicht? Riskieren! Ja, oder verlieren! Und Relaxo brennt nicht! Schläft ja auch lieber. Ja. Hier habe ich, glaube ich, doch Superbälle. Chatten wir über Pokémon? Wie ist das jetzt gemeint? Oh, es hat sich alles befreit. Nein, Erholung! Irgendwann gibt es wahrscheinlich auch PC-Pokémon. Ich kann ja mal Flammenwurf einsetzen. Ist das doppelt so stark wie Glut oder noch stärker? Noch stärker, scheiße, nee, dann... Item? Jetzt habe ich ein Problem. Ah, ich nehme hier einen Hyperball und gehe da zurück. So, Glut erstmal. Außerdem, solange es schläft, kann ja nichts passieren, ne? Hm. Ah! Das Ziel ist aus dem Hyperball ausgebrochen! Ja, das rote Garados ist nicht so easy. Du hast naja, wir haben ja noch Bälle, um Relaxo. Wir haben auf beiden Seiten noch ganz viele Bälle. Also, da bin ich jetzt so ehrlich gesagt mal so. Oh! Und jetzt das auch noch! Komm schon! Ja! Zwei hintereinander, Alter! Richtig gut! Ja, ich weiß dann schon mein Heilig vom Stream damit. Ja. Und das war aber jetzt so eher so unverhofft. Na ja, gut, das passiert, ne? Das war sehr schön. Jetzt kommt was. Jetzt kann ich beide gleich benennen. Jetzt kann ich beide gleich benennen, vor allem. Wie? Ja, du kannst sie gleich benennen jetzt. Okay, wie wollen wir sie nennen? Wie sollen wir beide auf einmal nennen? Hm. Genau, also... ich würde ja jetzt eigentlich weitergehen wollen, aber... Es ist gerade, glaube ich, schlecht. Obwohl, nö. Tja. Wenn ich so mache... Ups. Ja, stimmt. Egal, aber es gibt eine. Ja, es gibt genau, wahrscheinlich es gibt die Möglichkeit, dass du es selber machen kannst, weil das Layout natürlich leicht abgewandelt ist. Ja. So, und. Jetzt gehe ich aber erstmal mit. Oh Gott. Jetzt gehe ich hier erstmal weiter und danach. Also, denkt euch aus, wie nennen wir Garados und Relaxo? Ja, genau, wir nennen sie beide gleich. Genau, wir können das machen. Der schönste Namensvorschlag wurde gewählt. Oh Gott. Ich sehe es kommen, das ist nicht so gut. Schreiben wir es mal rein. Namensvorschläge. Ich darf nur nicht auf Ende kommen. Garados und Relaxo. Ja. So, ich versuche auch gleich mal Nebulak fertig zu machen. Nein. Also richtige Namen bitte. Veganer nicht. Veganer. Die Chance ist weg. Die ist leider, also das hätte Evoli sein müssen. Tut mir sehr leid. So, Pipi ist erstmal, wird erstmal X und gekillt. Ö. X und Ö. Na, Mark, nee, Relarados. Relarados, ja, das wäre eine gute Idee. Y und Gardaxo. Gardaxo. Axi Tomnom. Media Markt.
Ein Name schöner als der andere. Garaxido, nein. Garaxidos. Oh Gott. Was haben wir denn hier noch? Mediamarkt. Mediamarkt finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Ich will nicht über Pipi reden. Nee. So, langes, dickes Ding klappt leider nicht. Detlef ist auch schön, aber ich tendiere schon fast zu Velarados oder Exitom. Velarados ist nicht schlecht, ja. Weil es gibt ja Resmadero, vielleicht ist das daran sogar angelehnt. Galax. Ja, Galaxo! Ich wäre für Galaxo, oder? Ja, Galaxo finde ich sehr schön. Ja, das klingt auch so galaktisch, ne? So, jetzt. Ich muss erst mal schauen, wie ich. Ich versuche die mal beide in der gleichen Reihe zumindest zu haben. Nein, das klappt so nicht. Außer. Wir können es auch so machen, du nennst es eine Galaxo und das andere wird dann so heißen, was rausgekommen ist. Warum nicht? Ja. Ah. Versuch einfach Galaxo und dann. Na Moment, ich muss hier erstmal noch. Achso, ja, aber wenn ich. Ah. Moment, ich versuch jetzt mal. Sind die dann irgendwann mal gleich? Nein. Ah, oh, wie war denn? Wie kriege ich das denn hin? Der nächste Bosskampf, der Namensvergabescreen. Ja. Allerdings. Ich versuche mich dann mal daran, einen Garados und Relaxo Sprite zu vermischen. Wünscht mir Glück. Viel Glück. Oh Gott. Es gibt doch dieses. Oh, ich bin richtig gelandet. Genau, guck mal. Es gibt so eine Seite, mit der kann man tatsächlich zwei Pokémon miteinander vermischen. Ah, Moment. So, jetzt. Ha. Es passt. Vielleicht. Nee, wenn ich hier bin, dann. Oh, Mist. Ahaha. Ah, sehr gut. So. G. A. R. Jetzt sind es. Nee, egal, ich dachte ohne R. Hä? Galaxo wäre von Galaxie. Dann muss ich schreiben. Ja, ich schreib's mit R. Garlaxo. Captain Iglo, oh, jetzt ist zu spät. Okay, wie sieht denn unser Garlaxo aus? Erstmal so und dann Ende. Garlaxo ist fertig. Oh Gott, dieser Mann ist so ein Baum. Hä, da ist ein Baum, den man zerschneiden kann dahinter. Keine Ahnung. So wahrscheinlich wie ein Kopfnuss. Hey, hier fehlt einer. Ah! Aber der greift uns schon einfach so an. Bloß eine Kopfnuss-Nachricht gewesen. Ach, guck mal einer an. Jetzt haben wir auf einmal den Kerl hier. Beide Olaf wäre cool gewesen. Ah, Olaf, ja. Olaf. Und dann fange ich noch ein rotes. Und dann fange ich noch ein rotes Garados, dann nenne ich das Olaf, okay? Ja. Siegfried. Siegfried? Nee, den, so nenne ich den nicht. Oh, Nidoking gegen Tornupto, das ist Das hast der du Kampf. Abgelehnt. Solltest du deine Meinung ändern, dann hilf mir bitte. Ah, nö, will ich aber nicht. abgelehnt. Ach man. Hat sich solche Hoffnungen gemacht. Oh, wieder ein Level up. Das höre ich gerade. Flammenwurf. Oh, ja, aber ich habe doch schon Feuerattacken. Ja, man kann zu mal. Wenig haben. Obwohl, die sind, glaube ich, beide stärker, ne? Das ist 80. 120. Das ist 120. Das könnte sogar mehr sein, das ist mehr, ja. Das ist 95, okay, dann nehmen wir lieber. Was kann das Ding eigentlich? Das über im Kampf befindliche Pokémon hinwegfegt. Verbrennt eventuell, ja und, aber ich meine. Ja, das ist trotzdem schwächer. Ja. Guti. So, also ich helfe dann wohl mal dem Typen da. Hier gibt es einen Angel, glaube ich. Profi-Angler? Brauche ich eine Angel? Nö. Ah, im Chat ist jemand, den du noch von einem bestimmten Part kennst. Ganz unten. Sagen wir mal so, ja. Ich hätte bestimmte Bilder. Ah, oh Gott, du bist das? Ja. Dann bist du bei mir jetzt unten durch, weil du es gesagt hast. Ansonsten hätte ich dich eigentlich voll gut gefunden. Ich weiß, was ist frech.
So, ich versuche eigentlich hier mal weiterzukommen in dem Turm. Verbannt ihn aus Deutschland. Verbannt ihn. wer verbannt wen? Mit was? Mit einem. Mit wem sollen wir denn verbinden, ja? Ja. Verbindet ihn in Deutschland. Mit einer Bandage. Mit einem Bandage Girl. So, ein Nidoran. Und ein Supertrank. Nein, so, Zerschneider und Zerschneider finde ich gut. Nehmen wir beides. Sind ja eh bloß beides nicht so gute Pokémon. Moment, haben wir gerade einen Angler, der ganz viele Karpador einsetzt? Ja, den gibt's in jeder Generation, leider. Ja. Aber nee, guck mal, du hast... Wenn Pokémon real wären, wärst du der Trainer mit, mit den 6 Karpador. Und da gibt's auch noch eine Antwort drauf. Ja, nee, nicht ganz. Ich bin der Trainer, der 6 Karpador hatte. Und das wäre echt fies. Oh Gott, Surfer von einem Garados. Ja, ja, mache ich Flammenwurf, warum auch immer. So. Nicht sehr effektiv, aber es reicht ja trotzdem, von daher. Ja, solange es weg ist. Und natürlich nochmal so. Karpador. Oh, du hast jetzt mein mächtiges Garados besiegt. Was werde ich jetzt wohl einsetzen? Mein Karpador. Naja, er nimmt erstmal das Stärkste, was er hat, damit er... Naja, damit er mich vielleicht noch besiegen kann und... Bringt aber nichts. So, hier flüchte ich mal. Da kann ich nicht flüchten. Glut setzen wir ein. Oh, irgendwann gehen mir die AP wieder aus. Verschwindet, Eindringlinge! Ja, aber jetzt auch Knogger dann. Silber findet Top-Ether. Wo bin ich denn eigentlich? Oh, ich bin hier falsch abgebogen. Ich muss nach oben mit der einen Edition und mit der anderen nach unten, das ist ja toll. Oh, es regnet. Oh, schön. Ist aber nicht sehr gut. Du bist ein ganz schön herzloser Trainer, du lässt dein Tornado einfach bei Regen draußen laufen. Mir doch egal. So, Zerschneider gegen Knogger, das hat ja geholfen. Glurak blieb unversehrt beim Wirbelwind. Okay, der Sprite sieht irgendwie seltsam aus gerade. Das sah von mir gerade so ein bisschen auf die Krebutag, jetzt sehe ich es eher besser. Jetzt, hier, Garados. Ja, nochmal Garados. Ja, und ich frag mich, was es sagt. Jetzt kommt wieder Karpador Feuer. Ja, natürlich. Dann wissen wir ja wenigstens, welches Pokémon wir gleich fangen. Die Geschichte wiederholt sich. Ja. Es ist cool, wenn sich die Geschichte wiederholt. Von alt auf neu. Och nö, nicht nochmal der Wegzoll. Ach, egal. Du willst aber bloß zeigen, dass du die Kohle hast. Ja, ich habe dicke Kohle und deswegen mache ich das. So, Raserei einfach mal hier benutzen. Nein, da war so viel Fläche, wo man hätte runterspringen können, aber du bist aus Versehen ins Haus gelaufen. Oh, upsa. Oh nee, ja, da hoch müssen wir, bei Turm. Ja, richtig. Oder da runter. Oder so. Die Treppe geht auf einmal nach unten. Moment, also erstmal hier, erstmal kümmern wir uns um Garados. Da bin ich nämlich gerade irgendwie dran vorbei. Hey! Ja. Hey! Oh. Und noch mal ein Karpador-Feuer. Ja. Okay, die Geschichte wiederholt sich zwar, aber anders. Wiederholt sich Auzi wurde besiegt. Naja, es sind Remakes, keine 1:1 Dinger. So. Tschüss. Also einer ist gegangen. Okay. So. Ah, jetzt sagt es Gar und nicht Gascha. Was ist denn das für ein Unterschied hier? Das gibt's doch nicht. Zitze. Oh, mehr Zug. So. Du kannst das Trainerkämpfen nicht fliehen. Du möchtest unbedingt von dem Zubat fliehen, weil es so gefährlich ist. Ja. Ich habe Angst vor Zubats. Wusstest du das nicht? Zubats. Zubat. Nee, irgendwie könnte man Bouts draus machen. Aber da haben wir nur noch einen T übrig, schade. Ich habe eine Zubaphobie. Eine Tubaphobie. Tubaphobie? Ist auch viel zu laut. Oh, ein Volltreffer, alter Schwede. Na, wenn es mit Gitarre nichts wird, kannst du immer noch auf Zuba umsteigen. Auf Zuba. Auf Zumba. Zumba. So, ich versuch's jetzt noch zweimal mit. Oh, dass es auch noch regnet, das ist gemein. Ich habe ein Feuer-Pokémon hier. Wie sieht denn eigentlich mein Glurak aus? Ah, das war nicht so gut. Gibt's gerade ein schönes Gespräch, dass jemand nicht in dich verliebt ist und schon vergeben ist.
Ja, ich hab schon mitbekommen. Wer hat denn das schon wieder irgendwie aufgebracht? Ah, Moment, ich hab Garados! Egal. Völlig egal. Ja. Ich hab schon eins. Was ist besser als ein Garados? Zwei Garados. Dos Garados! Uno Garados, Dos Garados! Oder Ungarados ist es ja eigentlich dann. Ungarados, ja. Es ist nicht Garados, Ungarados ist Naja, es. was heißt zu spät? Also wir streamen seit 3 Stunden. Ach so, ja, und ich würde sagen, wir wollten ja eigentlich irgendwann mal aufhören, ne? Aber nur so ein bisschen. Oh Mann, ich mache mit Bisaflor gerade Müll. Müll, Müll, Müll. Großen Müll. Einfach nur Zerschneider einsetzen, das ist besser. So. Okay, Raserei bitte. Boah, Siegfriedbach, Abstrichstecher. Ja. Okay, ich werde mal versuchen hier jetzt mit der. Also, überall so auf den Nenner zu kommen mit Pokémon Center und so. Aber da noch Fuji zu machen. Ja, Also, den auf jeden Fall noch, ja. die ganzen Rockets wegzuhauen noch. Die ganzen Oh. Raketen fliegen lassen. Ja. Oh, Glurak verfällt in Raserei und schläft. Das ist böse. Sehr interessant, wie es schläft und damit Raserei verfolgen kann. Ja, ne? Und Julian ruft wieder Vor an. allem, Moment mal! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, ist das. Nein! Ach doch, ich dachte schon, Glurak schläft, gut. Weil ich dachte, es endet jetzt in einer Endlosschleife. Übrigens, Julian hat wieder Ja, ich angerufen. hab's angemerkt, oder du warst mit beschäftigt, zu überlegen, ob's eine Endlosschleife ist. Ja, aber ich glaube nicht. Raserei geht einfach weiter und. Ist Ah! generell ein bisschen komisch, die erste Gen mit den Nachrichten. Ja, naja, man bleibt auch zum Beispiel bis zum Ende des Kampfes eingefroren, das ist auch fies.